Jetzt werfen wir nochmal einen kurzen Blick in ein absolutes Traumfahrzeug, nämlich den Touring 820. Ein richtig tolles Fahrzeug, ein absoluter Wohnwagen der Superlative. Man sieht natürlich ganz klar die Anleihen am kleinen Bruder, dem normalen Touring-Modell, aber der Touring 820 ist schon eine absolute Besonderheit und der Hingucker schlechthin auf dem Campingplatz. Dann lasst uns mal einen Blick in den Touring 820 werfen. Quasi der perfekte, gediegene Wohnwagen. Das ist doch mal eine richtig tolle Optik, oder? Wir haben im vorderen Bereich eine richtig schön große und auch gediegene Sitzgruppe. Der Tisch, Touring-typisch, vorne angeschlagen, zwei große Seitensitzbänke. Touring-typisch auch vorne die beiden Fenster, aber eben auch seitlich noch Fenster mit dabei. Natürlich auch indirekte Beleuchtung im Fahrzeug. Und ein richtig schöner Designkniff. Hier über der Sitzgruppe sind teilweise die Oberschränke ausgespart. Das sorgt für ein deutlich besseres Raumgefühl. Absoluter Mega-Hingucker ist natürlich die Küche. Mit dem runden Bullaugenfenster und den schönen großen Schubladen mit den ausgesparten Gerissen. Richtig toll vom Design her, absolut fantastisch. Der Kocher ist ein offener Zweiflammen-Tedford-Kocher. Schön groß, sodass eben auch große Töpfe und Pfannen draufpassen. Und dann geht für mich persönlich ein Zweiflammen-Kocher auch vollkommen in Ordnung. Und das große Waschbecken, natürlich die Ablage mit Schneidbrett. Und im hinteren Bereich nochmal ein kleines Fach versteckt. Auf dem Weg ins Heck haben wir dann neben der Tür die große Vitrine, unter anderem hier auch die Gläservitrine dabei. Hier wäre Platz für zum Beispiel den Fernseher. Wir haben einen richtig genialen Kleiderschrank, einen schmalen Hochschrank bis oben hin und ebenfalls die tolle Beleuchtung. Natürlich ist das aber nicht der einzige Schrank. Im Heckbereich nochmal ein wirklich riesiger Schrank dabei. Da geht doch mal was rein. Wir haben den Tedford Kompressorkühlschrank und hier wurde er für die Händlertagung schon richtig gut mit kalten Getränken gefüllt. Im Heck sind dann die großen V-Betten. Hier seht ihr jetzt auch direkt das Einlegebrett mit dabei. So haben wir eben ein großes Bett im Heckbereich, aber dieses Teil ist natürlich auch einfach herausnehmbar. Das Brett ebenfalls, allerdings nicht nur mit einer Hand, dafür bräuchte man zwei. Und dann könnt ihr eben bequem ein- und aussteigen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wir haben hier umlaufend nochmal Oberschränke. Und in die geht nochmal richtig viel hinein. Hümer Erriba typisch, natürlich mit richtig tollen Möbelbeschlägen in einer Aluleiste mit eingefasst und dadurch eben eine richtig tolle Qualität und selbstverständlich mit Softclose-Funktion. Auch die Nasszelle ist richtig toll. Wir haben eine separate Dusche, die große Banktoilette und nochmal das separate Waschbecken. Und hier mich mit der Kamera. Was natürlich in so einem Wohnwagen nicht fehlen darf, ist auch
die Sonderausstattung. Wir haben hier direkt die Dometic Klimaanlage mit dabei, einen 12 Volt Dachventilator und den neuen Hümer Kurbeldachlüfter. Der hat einen riesen Vorteil. Man kann ihn nämlich regensicher aufstellen, aber im Vergleich zum alten Modell könnt ihr ihn noch richtig weit hochstellen für eine viel bessere Lüftungsmöglichkeit. Und was meint ihr zu dem Fahrzeug? Das ist doch mal wirklich ein Hingucker. Weitere Besonderheit beim 820 ist die EMP Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung. Das bedeutet, wir haben hier zwischen den Achsen eine Hubstützenanlage und diese vier Stützen nivellieren dann den Wohnwagen automatisch geradeaus. Ein richtig, richtig tolles Fahrzeug. Da bleiben keine Wünsche offen und durch den Touring-typischen Stahlrohrrahmen ist das Fahrzeug extrem verwindungssteif und langlebig. Was meint ihr zu dem Fahrzeug? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wäre das was für euch? Oder doch lieber einer von den kleinen, bunten Tourings? Ich finde ja, der Gelbe macht auch eine richtig gute Figur. Aber dazu mehr in diesem Video hier.